Wunderschönen guten Morgen. Man merkt es vielleicht an meiner Stimme, ich bin ein wenig erkältet. Also wie gesagt, gestern hat sich ja schon angekündigt, aber heute und die Nacht, der Hals tut weh. Das Übliche halt. Dann hört man sich wirklich ein wenig komisch an. So, ich mache jetzt trotzdem den Laden auf und guck mal, was passiert, obwohl es heute regnet. Aber wir schauen mal, wir lassen uns überraschen. Ja, Mann. Oh, was ist denn am scheiß Wetter heute? Ja. Tja, war da ärgerlich. Wieso? Und was haben Sie gesagt zu ihm? Ja. Muss er jetzt alles wieder abbauen oder was? Ich kann doch alles nicht erinnern, dass er wieder abbauen muss. Zeig mal, Neuigkeiten. Neuigkeiten von Wolfgang. Was ist jetzt? Ex-Frau und Ex-Freundin setzen Mann nackt im Wald aus. Jetzt sitzen die beiden vor Gericht. Aber nicht nackt. Ja, nackt vor Gericht wäre doch auch mal was. Oder? Ja, warum nicht? Ich meine, so ist die BZ, so wie wir sie lieben und kennen. Clunis führen die Mama aus. Oh Mensch, die Mama. Ah, Jugendlicher läuft in der Schweiz mit Beil Amok. Mann, das ist alles der Mensch, weil auch wieder voll Woche jeder da ja, ist. Das will, ne. Die Welt ist bekloppt und wir sind mittendrin. Das zeigt, also. Dieb klaut Autos von Polizeigelände. Der hat wahrscheinlich so dicke Eier, die schleifen am Boden, ey. Nicht schlecht. Ach. Du traust du dir bei dem Wetter raus? Die wittert ja nicht. Ich bei ihr Witter haben wir alle an. Ja, da darfst du nicht, da bist du. Ich bin nicht geerdet. Ich habe keinen Blitzableiter installiert bekommen. Achso, perfekt. Ja. Claudia hat zwei Fahrräder, soll ich dir sagen. Ah, die gucke ich mir gleich an. Tobi, kannst du mir Fuffi leihen? Oh, Herrgott im Himmel. Wo ist denn der überhaupt? Wer, der Fuffi? Der Himmel. Achso, der Himmel. Wenn du kannst. Au. Oh. Ich hab ja kein Portemonnaie bei. Na, ich geh mal nach oben. Wenn ich leih dir Fuffi. Ja, hier bleib mir mal ein Fuffi. Dann leih dir ein Fuffi. Ich sag ja, ich hab gestern schon gesagt. Gestern hat er gesagt. Morgen kommen sie alle pumpen. Ja, die Woche kommen sie alle pumpen bei dir. Nächste Woche gibt's Rente. Bei mir ist ja Rente ist bei. Bei ist ja bei mir nicht. Nix nicht. Manchmal kriegt er den schon ein paar Stunden später wieder, oder? Na, aber wann kriegt den denn wieder? Ja, auf jeden Fall die Woche noch. So ein Schwachsinn, ey. Naja, dass ich da die Fische. Er regt sich auch immer auf, wenn ich mitbiete. Ich will bis zum Schluss warten. Ich hab mehr eBay-Erfahrung. Ey, also wie gesagt, ihr wisst, wenn ich sehe, dass du da irgendwie ein Teil da, die Bronze zum Beispiel, krepelt da oben bei 56 Euro tagelang. Du sagst, da kriegt keinen Hals bei sowas. Sag da, wie sieht da Bescheid, das sind nur Schnäppchen hier oder so ein Angebot, was der Idiot mir da geschickt hat. Was soll die Bronze sofort kosten? Wa? Da stand sie bei 56. Da schreibe ich ihm zurück, er soll doch mal ein Angebot machen. Da schreibt er mir zurück, ich gebe dir 100 Euro. Da habe ich dann zurückgeschrieben, na, der beste Witz des Tages. Bitte schreibt mir keine Angebote mehr. Ja. Na, sag mal, was ist denn das für ein Spinner? Ja. Dann habe ich mal geguckt, was der selber schon verkauft hat. Na, der hat mit Antiquitäten gar nichts zu tun. Der hat da, weiß ich nicht, dreimal Feinstrumpfhosen oder was. Ja, so ein Typ haut dann so ein Gebot raus, da, 100 Euro. Dann habe ich erst gar nicht geantwortet. Und dann hat er nochmal geschrieben, da ist das Angebot okay. Und da habe ich den nicht geschrieben. Der schneidet ja. Und dann habe ich geschrieben, ey, das war der beste Witz des Tages. Nee, dann habe ich das geschrieben. So, okay. Das war der beste Witz des Tages. Und bitte schreib mir keine Angebote mehr. Tschüss. Du hast ja nicht reagiert erst. Naja, erstmal nicht. Nee. Ja, nee, da bin ich ja auch mal. Ich habe auch für meine Rolex schon Vollgold, habe ich ja auch trainiert. Ja. Da haben sie mir 400 Euro geboten. Also Vollgold. So eine, Vollgold mit Arm und allem. Ja, die habe ich drin gehabt für 8500. Genau. Das ist ja der Gold schon mehr wie 400. Sicher, also das ist eine Herren-Rolex gewesen, oder? Ja. Und ein mechanisches Werk, also die bringt ein paar Tausende, die bringt, manche wollen 10.000 für das Ding haben. Ich wollte 8.500, Verhandlungsbasis oder Preisvorschlag. So, dann bringen sie mir 400 Euro. Spaßvögel hast du überall. Ja. Kannst du nicht mehr machen, ne? Das sind halt bekloppte Leute, ey. Na, Angeltasche wäre besser.
Tja, das war die Aktion, die Bär von Arnim hierher zu transportieren, was natürlich schon völlig zerlegt ist und nicht mehr vom Tod riecht. Aber man muss es verstecken heutzutage. Man darf auch nicht auf der Straße, man darf ja nicht mal mehr mit dem Kindergewehr rumlaufen. Also mit so diesen Spielzeugpistolen und Gewehren darf man auch nicht mehr auf der Straße rumlaufen. Weil es ist halt eine Anscheinwaffe, zählt als Anscheinwaffe, denn deswegen muss man sie verstecken. Totaler Schwachsinn, man hat es ja trotzdem dabei. Ne? Und ja, zwar nicht schussfähig, aber so sind sie, die Deutschen. Ja. Du darfst alle transportieren, nur musst es verstecken. So ist es. Ja, ich bin wieder zurück. Nur zu tun gibt es nichts. Hm. Machen wir da, warten. Schauen wir mal, ob sich noch was ändert. Das Wetter ist wirklich nicht toll, meine Güte, ey. Das Jahr. Das Wetter hat die Saison aufgefressen. Also wirklich. Ja, wir hoffen mal, vielleicht passiert noch irgendwas. Ansonsten wird es ein sehr kurzer Querschnitt heute. Ein sehr, sehr kurzer. 3 Minuten oder so. Auch nicht schlecht. Mal eine Kurzinfo. Tja, muss man sich die Aufträge schon auf der Straße organisieren. Eigentlich jetzt vom Spätkauf. Hinterradblatt. Nee, nicht Hinterrad. Quatsch. Vorderradblatt. Vorderrad. Langweilig ohne Ende. Aber naja. Wollen wir mal sehen, wie lange das dauert. Wir starten jetzt. So, ich fange an. Und zwar mit Stecker anziehen. Fürs Licht. Weil es hat einen Nabendynamo. Dann löse ich die Radmutter auf der einen Seite und löse die Radmutter auf der anderen Seite. Das ist jetzt der Bike Workshop. Wie repariere ich Herkulese? So, Nummer 1. Radmutter 2. Ventil ab. Jemand festgeballert, als würde es um Leben und Tod gehen, die muss man ja nicht so festschrauben. Handfest. Weil es mein einziger Auftrag ist heute, nehme ich das mal komplett von vorne bis hinten auf Video auf. Ich entferne den Mantel inklusive Schlauch. Schlauch kommt weg, Mantel wird geschickt, von innen getastet, von außen geguckt. Da habe ich nie lange gefragt, was, wo, wie. Okay, dann einmal die Felge lang gehen. Alles in Ordnung, dann kommt das wieder rauf. Dann haben wir hier den neuen Schlauch. Den wickeln wir aus. Ventil ab. Ja, hopp. Und dann kommt das hier rein. Neuen Schlauch rein, rüber, rein. Wenn wir dann hier immer durch sind, drücken wir das Ventil ein bisschen hoch und verschließen den Mantel. Ventil wieder reindrücken.
Sicherungsmutter. Ventil. Ja, geht schon wieder an den Einbau. So einfach kann es. Also wie ihr seht, Stecker wieder ran, jetzt halte ich es fest, Mutter 1, Mutter 2. Auf 4 Bar. So, jetzt gucken wir mal, jetzt schleift das hier. Da ist ja nur 8 drin in dem Mythenstück. Also. Schlauchwechsel fertig in 5,5 Minuten. Lernen Sie noch. Gut, aber die 8 nehme ich noch raus. Ein bisschen. Und dann bin ich fertig. Fertig. Läuft, das war 6,5 Minuten. Also, 6,5 Minuten, das ist gut für einen Schlauchwechsel. Kann man machen. Bis später. Ja, meine Frau hat gekauft. Ich schau mal, was da drin ist. Ich hab das jetzt gerade eröffnet hier. Ja, das ist alle. Das Kinderzimmer. Dieser Interieur Premium Kristall Crystal Set. Package.
ich das gewusst hätte. Oh Mann. Ich nicht wissen will, was das Kosten hat. Tja, wenn man eine Frau hat, muss man da wohl durch. Das kostet bestimmt 20 Euro. Oh mein Gott, meine Frau hat wieder eingekauft, ey. Ah, ich bin mal gespannt. Guck, ob sie mir sagt, was sie gekostet hat. Bin ich mal sehr gespannt. Was ist bei dir los? Ja, nicht viel. Nee? Keiner da? Nee, keiner da. Genau da. Mann, ey. Ich hab's verloren. Perfekt, vielen Dank. Schönen Tag noch. Ich weiß. Tschüss, tschüss. Videokamera. Ja. Eine Mini DV. Nur Sammler. Seite, da kannst du auch zurück vor. Oh. Du, ja, das ist so, ist natürlich besser. Ja. Das ist die Suite, muss man mal sehen, wie man das vor und zurückstellen als Sprung kann. Da ist Kassette dran, weiß ich mehr. Ja, so. Der Wolfgang ist drauf, auf alle Fälle. Komm, der Wolfgang, wir nehmen uns auf. Naja, wir sehen. Warte mal, wie ist denn das hier? Ich ohne Zähne, und ich ohne Zähne, sieht der Scheiß aus. Wolfgang, du bist ja immer ohne Zähne. Ja, ich habe meine zu Hause. Du trinkst mir das. Wow, wundervoll. Sieht gut aus. Fantastisch. Hier in der Böckner Straße live on stage der Wolfgang. Der erzählt uns jetzt mal was. Ja? Wolfgang, erzähl mal einen Witz. Heute ist Dienstag, der 25. Nächstes war 25. So. Ja, war das jetzt der Witz? Das war der Witz. Ein erstaunlich guter Witz auf alle Fälle. Also ich bin stolz auf Wolfgang, dass Wolfgang so gute Witze erzählen kann. Ja, mir fällt momentan keiner ein. Ich glaube, wir haben den 24. Ich weiß es auch nicht. Sonntag war der 22. Heute ist der 24. Ja, und du hast 25. gesagt. Das war ein Witz. Nee, Moment. Ja, doch, ja, 3. Na, warte nur. Moment, jetzt kommt der Witz erst. Sonntag war der 24. Und da hört der 24. Doch, ganz schlimm. Wolfgang, fantastisch. Das ist der 24. Ja, siehst du, so sieht das aus. Guten Morgen. No. Ganz gleich bei dir. Und zwar, ich habe hier so ein Kniplicht, das geht nicht mehr. Ich brauche einen Lichtersatz sozusagen für dieses schmucke alte Fahrrad.
Habt ihr da sowas da? Im Moment nicht mehr, nein. Ich schließe Ende der Woche für die Saison und deswegen habe ich nichts mehr da, tatsächlich. Leider. Okay. Warum funktioniert das nicht mehr? Was ist damit? Ja, gute Frage. Ich habe das Video ausgetauscht und. Zeig mal. Da scheint irgendwie so ein. Ui, da ist auch ein Klumpen. Also, wenn so geht, eins ist mach das einmal kurz so. Nee, jetzt kann ich mal mehr. Legst du das einmal kurz auf und dann drehen. Bei dem Open, genau. Man will ja nicht verkehrt machen. Minus, minus, plus, plus. Ich guck mal, ob ich sowas könnte sein, dass ich sowas da noch gebrauchten Ersatz zu habe. Ja. Wäre ja auch in Ordnung. Ob das funktioniert, wa? Ich guck mal. Mal schauen, mal schauen. Dass du dich brauchst, damit du immer weg damit. Immer weg damit. Naja. Hat sie statt 3 Euro, hat sie 4 Euro eben, ist ja gut. Naja, so kannst du bestellen. Kommen wir, aber die ist glücklich damit, siehst du? Ja, dafür habe ich so viel rum die ganze Zeit. Hat sich gefreut, naja, dass ich ihre Freude gemacht habe, sozusagen. Moin! My Wheel ist kaputt. My Wheel ist kaputt? Ja, ist platt. Ja, platt. Also können Sie das reparieren? Reparieren, ja. Ah, das kann ich machen. Riesa Interior Premium Crystal. Da gibt's ja natürlich wieder. Ja, Pralin, pass auf, Wolfgang. Nein, doch, Praline. Nein, ich dachte, wir sind ein bisschen. Hier. Ah, ja, ist doch gut. Ich will ja nicht haben. Nee, nee, wie, du willst halt nicht haben. Das kann man auch nicht. Schwer verdaulich. Für was, für Kinder, aber, oder? Nee, ist nicht für Kinder. Ich würde es anhängen. Das Problem ist, so was habe ich in der Garage. Ja? So eine Kiste voll. Warum wissen wir das nicht? Ja, weil es irgendwo in der Garage ist. Weil du, wir nie drüber geredet haben, dass du so was willst. Und jetzt bezahlst du echt für dich. Ja, vielleicht habe ich dafür auch gar nicht so viel bezahlt. Ich weiß drei nicht, Dinger. Vielleicht habe ich auch nur 8 Euro bezahlt. Ja, mit Versand wirst du schon 13 Euro. Ich habe auf 20 Euro fast geschätzt. Ja, das ist aber nicht so. Ich habe nicht viel bezahlt. Warum ist halt so eine durchsichtige Schnur? Ja, danke schön. Da kannst du auch nicht. Hab ich da. Hast du? Ja, super. Da wolltest du nicht sehen? Nee, ich häng die noch hab nicht das an. Nämlich, ja, ich hab mit mir heute, ich hab mit dem Keller hier so Fülle. Ich hab den alten Keller runter hier. Scheiß auf die Schule. Okay. So eine alte Rolle. Hallo. Hallo, eine alte Rolle nach darüber oder wo die neue Rolle abgibt, nach darüber. Ganz okay, ganz okay. Ja, danke. Dann bei Gelegenheit, wenn du mal Zeit hast im Keller. Nee. Muss nicht sofort sein, irgendwann. Heute oder morgen oder was? Ich gehe nur noch mal runter. Ja, vielleicht, wenn du findest, dann kannst ja, du. Ja, nee. Wunderbar. Ja, jetzt hier langsam machen. Kollabiert er gleich vor Freude? Nee, hab ich da, kannst du super, haben. Super, danke. Ich hab meine Bekannte auch schon so viele schon. Ich bin weggegeben, die alte Stimme, was soll ich damit? Und mit Stahlvorfach. Und traust du dich nicht zu fahren, deine Frau oder wie? Ja, die hat Angst vor dir. Ach, Quatsch. Das nein, ist, wenn ich mal habe, ich ungern Umstände. Ja, dabei macht sie mir sehr gerne Umstände die ganze Zeit. Ist doch keine Umstände. Nein. Keine Umstände. Ja, so bist du denn bei ihr? Ich bin ihr ja, aber Wolfgang, du liegst ihr am Herzen. Jetzt rein. Wir sollen Keller runter heute noch oder morgen oder sowas. Ja, nicht, keine Eile. Ja. Demnächst. Alles gut. Ja, ja. Sagst du. Mama. So fein hast so, du ich gefragt. Ich gehe jetzt mit dir. Komm, wir gehen nach Hause. Die Frau als Kumpel, das ist ein Thema für sich. Ne? Die Frau kommt nicht mit Angeln. Die Frau putzt nicht den Fisch. Die Frau will immer nur habe. Die Frau ist teuer. Die Frau geht ja an den Shoppe. Ja. Du bist ja auch keine Frau, nicht? Inventur nennt man das.
das wird was, um Gottes Willen. Das wird was. Guckt euch das mal an, den Kack hier. Wie sieht denn das aus? Ist ja furchtbar. 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 Guck mal, dann irgendwo mal ruhig hier. Ist ein Müllhaufen, sondergleichen. Unglaublich. So ein Drecksladen, Alter. Wirklich. Ah! Katastrophe. Naja. Wird's halt, Tommy. Tommy ist eine Katastrophe. Und, aber das wird alles gemacht. Der nächste Frühjahr wird eröffnet. Frisch entlassen. So ist mein Plan. Der Plan ich nie auf. Das wissen wir. Also. Ja! Die meisten meiner Videos sind offensichtlich für YouTube nicht geeignet. Für die meisten Werbetreibenden nicht geeignet. Sagen wir es mal so. Na, ist ja auch nicht schlecht. Ich wundere mich, dass ich trotzdem Werbung davor habe. Und wenn sie mir sagen, na, deine Videos sind ja alle scheiße. Ja. Ja, sind sie halt. Ich esse einen Pfannkuchen vom Bäcker. Ist der lecker, glaube ich. Ja, die meiste Zeit passiert dir natürlich auch, ja, das ist halt so wie im ganz normalen Leben, ne? Also ist halt mein Leben. Ab und zu passiert mal was und da seid ihr dann natürlich auch mit dabei, aber ihr seid natürlich auch dabei die ganze Zeit, wo nichts passiert. Da muss man halt durch. Ab und zu fülle ich diese Lücke, diese leere Lücke, damit überhaupt was in den Querschnitt kommt. Mit Geschwafel. Um die Zeit ein wenig in die Länge zu ziehen. Und zum Beispiel könnt ihr mir zugucken beim Pfannkuchen essen. So nennen wir das in Berlin. Pfannkuchen mit Zuckerguss. Ja. Denn auch so bekommt man Material für einen Querschnitt zusammen. Und ja, mehr will ich gar nicht. Ich will euch ja nur ein bisschen Material liefern. Was soll ich denn machen? Es ist nicht los. Ich kann euch zeigen. Ich habe ja heute schon ein paar Sachen gezeigt. Ist ja auch nicht schlecht. Und ja, für mich ist es auch öde, ne? Den ganzen Tag im Grunde genommen. Muss ich ja irgendwie hier sein. Hab mir alle. Ich seid gleich erlöst. Und in gewisser Weise Präsenz zeigen. Auch wenn es die letzte Woche ist, in der ich tatsächlich offiziell hier bin. Ja, schnaufen. Nase ist zu, muss was essen. Ja. Trotzdem muss ich klar sein. Und durchhalten. Es sind halt 12 Stunden am Tag, das ist wirklich viel. Man könnte es begrenzen, klar, aber ist auch Quatsch. Die Leute haben sich darauf eingestellt. Also bin ich 12 Stunden am Tag hier. Mittagspause habe ich jetzt heute schon richtig rum, wo ich mal kurz für eine Stunde weg war. Was essen war mit meiner Frau, aber ansonsten bin ich durchgehend hier. Ob was los ist oder nicht. Jetzt sind zwar immer dieselben Leute auch. Aber so ist das nun mal. Ich meine, es ist ja hier kein Programm, so wie, dass man sagt, irgendwie man plant was und für morgen muss das und das passieren und dann das und das. Es ist ja halt kein Drehbuch hier. Hier läuft das Leben so wie das. Na? Und mit Wolfgang ist ja auch schon immer lustig. Ich weiß gar nicht, ob ihr ihn verstehen könnt, ob ihr versteht, was er sagt, wenn man das so im Video sieht. Ich habe ja jeden Tag mit ihm zu tun. Meine Frau, die versteht ihn immer noch nicht, obwohl sie fast jeden Tag mit ihm zu tun hat. Na, so was. Schneide ich halt immer mit rein. Ein bisschen Wolfgang, ein bisschen Arnim, der auch gerne Olaf genannt werden will. Ein bisschen Carsten manchmal. Ein bisschen Dennis, wenn er mal da wäre. Der Pfannkuchen ist gleich alle. Gleich bin ich fertig mit meiner Ansprache.
Deliziös. Und natürlich ganz viel Fahrrad, wenn Fahrrad vorhanden ist. Wenn keine Aufträge da sind, gibt es halt auch mal einen Pfannkuchen zu essen. So, der Pfannkuchen war sehr lecker. Etwas sehr deliziös. Ich finde fantastisch, dass ihr euch das echt reinzieht. Ja, es gibt ja viel sinnlosere Videos tatsächlich, auch wenn jemand sagen sollte, ah, das ist eine sinnlose Scheiße, was du da machst. Wenn ich mal durch YouTube so gucke, muss ich sagen, da ist das hier schon Bildungs-TV im Quadrat. Manchmal. Also so habe ich den Eindruck. Wahrscheinlich ist es nicht so. Wahrscheinlich ist das genau der gleiche Schwachsinn wie alle anderen. Bloß ich finde, also ich persönlich finde, manche Videos sind ein Graus. Ja, aber für alle gibt es Leute, die sich sowas angucken. Und teilweise bei Sachen, wo ich selber sage, was ist das denn für ein Schwachsinn, sind Millionen von Klicks. Wo ich das, also kann ich auch nicht nachvollziehen. Ich guck nicht nach Anzahl der Klicks und klicke dann was an. Im Gegenteil. Ich gucke einfach nur bei meinem Sohn manchmal über die Schulter und denke, was guckt der sich denn an? Ist ja auch mal schön interessant zu wissen, was gucken sich denn Leute überhaupt an? Aber beim besten Willen, so eine Videos könnte ich ja auch machen. Ja, so eine Geschichten oder so was, ja. Was so irgendwie so Klicks generiert. Boah, aber ich will das nicht. Das ist ja nicht authentisch, das ist ja nicht plant irgendwie und so. Nein, ich will euch zeigen, ganz normal, wie das hier abgeht in diesem Kellerladen, der eben nicht kein normaler Fahrradladen ist, sondern wirklich was Besonderes ist. Der ist einfach, also die meisten Leute, die reinkommen, also die wenigsten, also ich glaube, ich habe noch nicht einen tatsächlich erlebt, der gesagt hat, was ist das? Oh Gott, ich muss hier wieder raus, das ist ja furchtbar. Ja, oder die haben es mir nicht gesagt, sind einfach so geflüchtet. Aber die meisten, die hier reinkommen und diesen Laden zum ersten Mal sehen, denken, wow, geiler Laden, finden sie cool. Ich kenne ja in- und auswendig, für mich ist das jedes Mal so, wenn ich hier runterkomme, denke ich so, boah, ist das wieder voll und viel Arbeit. Weil ich das immer sehe im Winter, ich muss das ja irgendwann alles wieder sortieren. Das braucht ja alles seinen Platz, das sieht ja schlimm aus. Und dann habe ich sortiert und dann sieht es nach 2 Wochen wieder so aus. Ich verstehe auch nicht, wie das funktioniert, aber so ist das nun mal. Das ist doch mal ein gelungener Abschluss des Tages. So, ich habe ein Geschenk bekommen gerade eben von einer Dame als Bezahlung für den Hunger. Einmal Kekse. Für den süßen Zahn, meinst du? Naja, Süßigkeiten. Lieber was zum Trinken, hat sie mir noch geschenkt. Und was zum Naschen. Man, das ist natürlich nett, da freue ich mich. So viel auf einmal habe ich noch nie geschenkt bekommen. Das ist ja quasi schon ein Präsentkorb. Freut mich sehr. Ich werde jetzt übrigens schließen hier mit diesem Querschnitt. Ja, also das ist natürlich gegebener anders. Ich muss sowieso zumachen und ich muss das alles jetzt essen. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Moin, moin. Ja, moin. Ich weiß gar nicht, ob ich schon gesagt hatte, aber wie gesagt, ich fange jetzt an, das Video zu schneiden und werde dann hochladen. Also, ich sag mal, wir sehen uns morgen. Bis dann. Bye. Ciao.